Wir sind hier bei Steinige Stand. Ja. Zöllner. Genau, an die Zöllner, hallo. Ja, schauen wir uns ein bisschen was an, oder? Genau. Genau, ihr habt gerade schon gesagt, IP-Moving jetzt ist ein ganz großes Thema. Da genau. Stehen wir hier schon ganz richtig. Wir stehen hier bei zwei von unseren IP-Moving-Heads. Das sind unsere Futurelight-IP-Moving-Heads, und zwar einmal der PLB420 und der PLH420. Grundsätzlich beide Geräte IP65. Beide in diesem Fall mit einer Entladungslampe ausgestattet, 420 Watt Entladungslampe. Warum hier Entladungslampe? Es gibt genau einen Bereich, wo die Entladungslampe immer noch führend ist gegenüber der LED, und das ist das, wenn es um ganz, ganz extrem helles, gebündeltes Licht geht. Und genau das ist halt das, wo diese beiden Scheinwerfer zu Hause sind. Das heißt, der PLB 420 ist ein reiner Beam, der eben extrem enges Licht macht, zwei Prismen drin hat, ein Gobo-Rad drin hat, ein Farbrad drin hat, und daraus das Ganze. Der PLH 420 ist ein Hybrid-Scheinwerfer, das heißt, der ist als Beam einsetzbar, hat aber auch einen Zoom-Bereich drin und ein rotierendes Gobo und kann dann eben größere Sachen machen. Und wie gesagt, beide IP65, das heißt, strömender Regen, alles überhaupt kein Thema. Ja. Wenn wir schon beim Thema IP-Moving jetzt sind, gehen wir auch noch hier hinten. Auch von Eurolight kommt demnächst ein IP-Moving Head, und das ist der, der hier vor mir steht, das ist der TMH H760. Bei ihm ist es ein Washlight, aber mit der Besonderheit, dass diese Linse, wie man es jetzt hier auch sieht, sich auch innen drin drehen kann, und das ergibt eben einfach so einen Flower-Effekt, der eben solche Animationen macht. Das heißt, hier haben wir eben die Kombination aus einem Effektscheinwerfer und einem kleinen, normalen Washlight mit einem relativ großen Zoombereich, LGBW-Farbmischung, eben hier, was man so haben will. Mhm. Genau. Ansonsten hatte ich mir gesagt, auch normale, also nicht IP-Moving-Heads sind für euch interessant. Da haben wir auch ganz, ganz viel Neues bei Futurelight. Also generell ist es so, dass bei Futurelight gerade fast das gesamte Sortiment Stück für Stück gegen neue Geräte ausgetauscht wird. Hier stehen noch zwei, das ist einmal der DMH380 und einmal der DMH640. Der 380er ist mit einer 380 Watt LED ausgestattet, hat ein von der Ausstattung her auch erstmal einen sehr, sehr großen Zoombereich. Das heißt, der geht von 1 Grad bis auf fast 40 Grad von der Projektion her, hat ein rotierendes Gobo-Rad, ein statisches Gobo-Rad und ein echtes Animationsrad, zwei Prismen, CMY-Farbmischung, Frostfilter. Das heißt also schon nur sehr, sehr schöne, gute Ausstattung. Der große Bruder dann noch, der DMH640, ist sehr, sehr ähnlich, hat aber noch ein Blendenschiebermodul. Das heißt, da kann man dann eben auch so Abschattungen machen, wenn man jetzt eine Säule ganz genau einleuchten will oder irgendetwas anderes. Alles, was irgendwie an geometrischen Formen mit geraden Linien und sonst was ist, mit dem hier eben möglich. Und bei den beiden Geräten ist es auch wirklich so, dass sie wirklich auch für Theaterbereiche und sowas geeignet ist. Das heißt, sie sind auch extrem leise. Genau. Und er hatte mir noch gesagt, es ist auch vielleicht mal interessant, irgendwie so etwas kleineren Effekt anzuschauen. Und man kann ja noch die Gobos austauschen. Genau, genau. Das Thema Gobo-Tauschen. Also, sowohl bei unserem PLH 420 als auch bei diesen beiden kann man problemlos Gobos austauschen. Problemlos heißt, die Moving Heads haben auf einer Gehäuseseite einen Punkt, das ist die Seite, die ich aufschraube. Das heißt, ich mache vier Schrauben auf, nehme das Gehäuse ab, bin dann ganz, ganz nah am Gobo-Rad schon dran und muss eigentlich nur beherzt eingreifen, die Gobo-Einheit rausnehmen, kann sie vor mich auf den Tisch legen, kann schönes Gobo, klick sie wieder ein, das Rast ist sofort wieder problemlos ein, schraub zu und schon habe ich das Gobo getauscht. Ja. Genau, und jetzt schauen wir uns noch ganz kurz einen einfachen Lichteffekt an. Genau, und zwar hier hinten, das ist unsere unsere Bar 8 Swing QCL, jetzt habe ich es wieder. Genau, das heißt, ich habe vom Prinzip her 8 Beam-LEDs drin mit LGBW, die ich einzeln ansteuern kann. Und dazwischen nochmal 7 Strobe-LEDs. Mhm. Das heißt, das ist eben eine schöne Bar, und wie man schon sieht, diese Bar kann sich bewegen. Das heißt, da kann ich halt auch richtig Action und solche Sachen mitmachen. Und wenn man zum Beispiel mal die Strobe-LEDs dann hier mit einschalten, wenn ich da hinkriege. Jetzt da sind wir, da sind noch nicht alle. Jetzt haben wir alle. Da kann man eben verschiedenste Sachen mitmachen. Man kann die auch dauerhaft anlassen. Das heißt, da sind verschiedene Sachen eben schön möglich. Das Schöne auch bei dieser Bar ist, weil man denkt ja jetzt erstmal, okay, 8 LEDs und nochmal 7 diese Strobe-LEDs und so weiter, ist von der Ansteuerung her komplex.
Wir haben speziell bei dieser Bar auch die Mix-Modi drin, die sich zum Beispiel sehr, sehr gut mit so einem Color Chief oder mit unserem Light Captain ansteuern lassen, dass man eben nicht irgendwie eine riesengroße Steuerung braucht, um das Ding zu bedienen, sondern kann es auch problemlos in so kleine Controller einfügen. Jo. Jo. Gut. Und dann würde ich mal auch sagen, 3D-Mix ist ja noch interessant, was er, oder? Ja. Okay, wenn wir über 3D-Mix noch reden, ihr seht schon, wir haben hier zwei verschiedene 3D-Mix jetzt stehen. Das hier ist das klassische 3D-Mix, wie es bisher gab. Hier steht ein neues 3D-Mix. Dieses neue 3D-Mix wird das hier nicht ersetzen, sondern es wird einfach zusätzlich kommen. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen diesen beiden? Dieses 3D-Mix nennt sich Pro 512, wird ab Herbst verfügbar sein. Hat mehrere Funktionen. Es ist genauso wie dieses hier auch ein drahtloser WLAN-Empfänger für eben solche Sachen wie unsere App. Er kann aber genauso auch an dem Tablet über Kabel angeschlossen werden. Das heißt, ich kann sowohl eine drahtlose als auch eine drahtgebundene Verbindung machen. Es ist auch ein drahtloser Artnet-Empfänger. Er hat zusätzlich noch einen DMX-Eingang und hier ist ein echter Merger verbaut. Das heißt, ich könnte theoretisch die App am Laufen haben und noch ein externes Lichtpult anschließen und dann sagen, ob der höchste Wert, der letzte Wert oder eben was eben herausgegeben wird. Und so Art wie ein Merger. Es ist ein echter Merger, der hier drin verbaut ist, genau. Und das, was hier auch noch drin ist, ist ein kleiner DMX-Recorder für eine Szene. Das heißt, ich kann hier eine Szene aufzeichnen, die ausgegeben wird, wenn nichts anderes angeschlossen oder eingestellt ist. Das ist zum Beispiel für Clubs oder so interessant, dass wenn die Putzfrau reinkommt und den Strom einschaltet, dass sie nicht erst am Lichtpult irgendwie so, sondern dass sie eben sofort irgendwie ein Licht oder sonst was im Raum hat. Mhm. Habt ihr auch die von FutureLight da, die neuen Wireless? Nein, ich habe sie jetzt hier nicht da. Wir haben von FutureLight einen ganz, ganz großen Bereich an neuen Funk-DMX-Sachen. Das ist alles auf Basis von Loom Radio CRMX-System. Das Schöne ist bei unseren Systemen, wir sind ganz normal im Standard wie alle anderen auch. Wir haben aber inzwischen bei allen neuen FutureLight und auch bei allen Eurolight-Geräten, die Indoor sind, eine USB-Buchse dran. Und diese USB-Buchse ist so, dass ich dort einen Funk-DMX-Empfänger anstecken kann. Und da gibt es eben zwei verschiedene. Der eine, der eben auf Quick-DMX-Basis, also auf der Eurolight-Basis ist. Und der andere ist eben auch auf dieser CRMX-Basis. Das heißt, ich kann jeden Eurolight, jeden FutureLight-Gerät, das diese USB-Buchse hat, auch ohne Probleme in CRMX in 2 Sekunden umbauen und mit relativ wenig finanziellem Aufwand. Ja. Wie stellt man die USB-FutureLight um? Die, oder machen wir das automatisch? Es ist so, man tut sozusagen, man hat auch wieder einen Knopf, wie den anderen auch, nur die werden gekoppelt. Das heißt, ich sage am Sender, such jetzt nach einem neuen Empfänger. Und drücke dann auch an den Empfänger und dann sind die beide kurzzeitig für 10 Sekunden in dem Modus, dass wir wissen, wir sollen uns koppeln. Ja. Und dann koppeln die sich miteinander und dann sind die auch fest verbunden, solange man sie nicht wieder trennt. Das heißt, auch wenn ich sie ausschalte und wieder einschalte, die Verbindung bleibt immer bestehen, außer ich drücke den Knopf dann für 10 Sekunden, dann trennen sie sich wieder. Und die ändern dann ihre Funkfrequenz. Genau, das ist der Vorteil von dem Eurolight-System gegenüber dem FutureLight-System gegenüber dem WigDMX-System. Dass es dort so ist, dass ich eben nicht eine feste Frequenz habe, sondern Empfänger und Sender die ganze Zeit miteinander kommunizieren. Und wenn die merken, die Frequenz, auf der wir sind, kommen immer mehr andere Sachen drauf oder ist gestört oder sonst was, dann sagt der Sender an alle anderen Empfänger, Jungs, wir wechseln die Frequenz und wechseln halt schnell die Frequenz, ohne dass es der Anwender überhaupt mitkriegt. Und dadurch ist es dann natürlich viel, viel störungssicherer als das andere System. Okay. Musst du nur hoffen, dass keine zwei Fahrgeschäfte nebeneinander stehen, wo dieselben Sticks haben. Ja. Selbst dann ist kein Problem. Also man kann da mehr Probleme. Solange ich kann Zig-Systeme im CRMX koppeln und die können parallel zueinander laufen. Weil einfach nur in dem Moment, wo gekoppelt wird, muss ich halt einfach sagen, du bist der Sender und du bist der Empfänger, jetzt euch beide koppel ich. Und dann koppeln die sich und wenn die verkoppelt sind, dann können dann zig andere auch irgendwo noch mitarbeiten. Solange da nichts irgendwie gekoppelt ist, ist dieses System wunderbar safe. Habt ihr auch den normalen, wie es bei Eurolight ist, diesen normalen XLR-Stecker? Wir haben bei CRMX jetzt keine XLR-Stecker zum draufstecken, aber wir haben noch diverse andere Empfänger und Sender. Das heißt, das sind dann kleine Kästchen oder auch 19 Zoll mit 2 Einheiten und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Okay. Hier haben wir gleich 2 Linien an Outdoor-Scheinwerfern. Wir schauen uns jetzt gleich nur eine Linie an, weil ich sage gleich, warum hier 2 Linien sind. Die hier und die hier, die ersten 5 Geräte sehen eigentlich gleich aus.
das hier ist Outdoor und Akku und hier sind die Versionen Outdoor ohne Akku, aber es sind dieselben Geräte. Aber wir schauen uns mal ganz kurz an, was wir hier haben. Das heißt, wir haben hier einmal unsere Tourlights, ich mache sie mal ganz kurz an. Bei den Tourlights haben wir zwei Versionen hier stehen, das heißt, das hier ist ein RGB- und Warmweiß-Scheinwerfer. Und die Besonderheit hier ist, dass das Warmweiß einen sehr hohen Farbwiedergabeindex CRI hat. Das heißt, der ist auch sehr, sehr gut geeignet, um die Personen zu beleuchten, ja, dass die natürlich aussehen und nicht irgendwie krank im Gesicht oder so. Ja, war schon hell. Der ist schon richtig hell. Das hier ist dann die rein warmweiße Variante. Das heißt, das hier ist zum Beispiel auch ideal im Autobereich, wenn es wirklich nur um weißes Licht geht, um Personen zu beleuchten oder so, auch Outdoor, Theater und solche Sachen. Ja. Genau. Dann hier haben wir einen klassischen Outdoor-Paar-Scheinwerfer. Das ist unser IP-Paar 7 RGBL. Der hat also eine Farbmischung mit Red, Green, Blue und Lime drin. Dieses Lime ist auch eine breitbandige Farbe, die eben Zitronengelb sich zwischen Rot und Grün reinsetzt und diese optische Lücke, die nämlich normalerweise zwischen Rot und Grün entsteht, ja, schließt. Und dadurch kann man halt viel, viel besser Orangetöne, Gelbtöne, aber auch Weißtöne erzeugen. Genau. Dann haben wir hier auch noch was Schönes Kleines stehen. Der läuft normalerweise standalone und wahrscheinlich hat irgendjemand jetzt gerade wieder. Jetzt läuft er. Typische Vorführeffekt. Das hier ist unser TL3, den es jetzt eben auch in einer IP-Variante gibt, das heißt für die ganzen Außenaufbauten und so weiter. Wer sein Truss von innen beleuchten will, dass das hier der ideale Scheinwerfer, weil ich den einfach ins Truss innen reinstellen kann, egal ob 3 oder 4 Punkt Truss, das passt auf jeden Fall rein. Und damit kann ich eben das Truss schön farbig beleuchten. Hätte man am Fasching brauchen können. So, dann habe ich hier noch diese zwei hier, das sind zwei neue Multiflut-Scheinwerfer von uns. Ich mache sie mal ein bisschen aus, dass es nicht ganz so mich überblendet. Auch hier gibt es eine Akku-Variante und eine Nicht-Akku-Variante. Einmal mit 8x10 Watt, einmal mit 18x10 Watt. Die 10 Watt, könnte man jetzt vielleicht meinen, warum ist da nichts Helleres oder sonst was drin. Man muss dazu heutzutage sagen, dass die Watt-Angabe über die Helligkeit nicht mehr wirklich was aussagt, weil die Effizienz und so weiter eben auch eine extreme Rolle spielt. Diese 10 Watt sind schon richtig hell. Und das Schöne ist halt einfach, dass ich hier einen Outdoor-Scheinwerfer habe, als Architekturlicht, als verschiedenste, als Stufe, genau. Und auch hier ist, wir haben vorhin über CRMX schon geredet, auch hier alle Modelle sind mit eingebaut im CRMX zugekommen. Die drei Sachen haben alle. Genau, dann gehen wir noch hier weiter. Das hier ist ein Blinder, auch den gibt es einmal mit RGB und Warmweiß. Das ist auch das, was dann hier bei uns im Hintergrund sehr, sehr viel läuft. Und als reine Warmweiß-Version. Beide haben 2x100 Watt Leistung und jedes Auge ist einzeln ansteuerbar. Ja. Und als letztes, blind, gehen wir hier noch zu unserem Outdoor-EP-Pixstrobe. Hier habe ich einen Scheinwerfer, der sowohl Stroboskop als auch Blinder als auch atmosphärisches Licht macht. Das heißt, ich habe hier in der Mitte einen LED-Streifen, der kaltweißes und warmweißes Licht erzeugen kann. Ich habe außenrum RGB-LEDs, die in 8 Segmenten sich ansteuern lassen. Und das Ding kann richtig fies sein, ist auch IP65, also Outdoor geeignet. Und hier ist sensationell der Preis, das Ding kostet 199 Euro Endkundenpreis. Als IP65 Gerät in dieser Helligkeit mit der Ausstattung ist es sensationell. Also ich finde den keinen Ecken. Ja. Jo, kann ich euch sonst noch irgendetwas zeigen? Alkohol für ihn. Das kriegt man nachher im Hintergrund rein. Nee, das war's eigentlich schon. Okay, dann danke für euren Besuch. Ja, bitte, bitte. Und schönen Restmessetag. Das wünsche ich euch auch. Schönen Abbau. Dann bin ich zum Glück nicht mehr mit dabei. Gott sei Dank. Also dann, danke. Jo, gerne.